Motorästhetik und hervorragende Laufkultur. So stellt sich der neue M40-Motor ab September 87 seinem Publikum vor. Eingesetzt wird der M40 im 318i. Welche Ziele hat sich BMW bei der Entwicklung des M40, dem Nachfolger des M10, gesetzt? Optimale Auslegung für den Hubraum 1,8 Liter. Nutzung der modernsten Elektronik für den Vierzylinder. Erhöhung der Leistung und Verbesserung des Drehmomentverlaufes. Erfüllung der strengsten Abgasgrenzwerte. Möglichst geringer Leistungsunterschied zwischen den Versionen mit und ohne Katalysator. Servicefreundlichkeit mit reduziertem Wartungsumfang. Bevor wir nun näher auf die technischen Neuerungen und die wichtigsten Servicearbeiten eingehen, hier einige Motordaten. Der M40 mit 1786 Kubikzentimeter Hubraum leistet 83 Kilowatt bzw. 113 PS bei 5500 Umdrehungen pro Minute. Sein maximales Drehmoment von 162 Newtonmeter erreicht er bereits bei 4250 Umdrehungen pro Minute. Beginnen wir beim Aufbau des Motors. Wie jeder Motor besteht der M40 aus dem Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, dem Zylinderkopf mit Nockenwelle, Ein- und Auslassventilen sowie Ansaugkrümmer und Abgaskrümmer. Was aber ist neu? Das Kurbelgehäuse ist steifer und kürzer ausgelegt. Die Zylinder sind zusammengegossen. Dadurch ergibt sich eine Reduzierung der Zylinderabstände von 100 mm auf 91 mm. Neu gestaltet ist die Kurbelwelle. Sie ist fünffach gelagert und hat 8 statt bisher 4 Gegengewichte. Auch die Kolben und Pleuel wurden weiterentwickelt. Die Mulde im Kolbenboden ist Bestandteil des Brennraums. Der eingestanzte Pfeil bestimmt die Einbaulage. Die eingestanzte Zahl den Kolbendurchmesser. Auch der Antrieb der Ölpumpe ist optimiert, denn er erfolgt direkt über die Kurbelwelle. Neu ist auch das Schwungrad. Es ist als Topfschwungrad ausgeführt. Das Topfschwungrad mit seiner größeren Masse bewirkt eine größere Laufruhe des Motors. Die Neuentwicklung des Zylinderkopfes lehnt sich an den M70 an. Die Ventile sind V-förmig angeordnet. Der Winkel zwischen den Ventilen wurde gegenüber dem M10 verkleinert. Dadurch kann der Brennraum kompakter gestaltet werden. Zur Optimierung des Füllungsgrades werden Einlassventile mit größerem Durchmesser eingesetzt. Zur besseren Wärmeableitung werden auf der Auslassseite natriumgefüllte Ventile verwendet. Um einen steifen, schwingungsarmen Ventiltrieb zu erzielen, ist die Nockenwelle fünffach gelagert. Zur Erinnerung, beim M10 ist sie dreifach gelagert. Die geschraubten Lagerböcke sind geteilt, was einerseits die Montage erleichtert und andererseits zur Gewichtsoptimierung dient. Doppelte Ventilfedern garantieren einen drehzahlfesten und sicheren Ventiltrieb. Anstelle der vom M10 bekannten Kipphebel übernehmen beim M40 Schlepphebel die Aufgabe der Ventilbetätigung.
Die Schlepphebel werden, wie beim M70, auf der einen Seite über hydraulische Ventilspielausgleichselemente geführt. Durch den Einsatz dieser sogenannten HVA-Elemente entfällt für Sie das Einstellen des Ventilspiels. Auf der anderen Seite stützt sich der Schlepphebel auf einen Gleitstein. Der Nockenwellenantrieb erfolgt über einen Zahnriemen. Der Zündverteiler wird von der Nockenwelle direkt angetrieben. Kommen wir nun zur Sauganlage. Die zweiteilig ausgeführte Sauganlage hat nach oben geschwungene Saugrohre. Auf diese Weise konnten die Saugrohre länger gestaltet werden, was wiederum zur Optimierung des Füllungsgrades beiträgt. Dadurch ergibt sich eine Drehmomenterhöhung im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Der Drosselklappenstutzen ist im Sauganlagenoberteil untergebracht. Betätigt wird die Drosselklappe, wie beim M10, über einen Baudenzug. Auch das Prinzip der Luftmengenmessung wurde beibehalten. Zur Leerlaufregelung dient ein Einwickeldrehsteller. Eine wesentliche Neuerung ist, dass beim M40 eine Motronik der dritten Generation zum Einsatz kommt. Die Grundfunktionen der Motronik sind gleich geblieben. Wie Sie wissen, erhält die Motronik von verschiedenen Sensoren Informationen und steuert anhand dieser die Einspritzung und den Zündzeitpunkt. Servicefreundlichkeit war ein wesentliches Entwicklungsziel für den M40. Beginnen wir beim Ölfilter. Er ist von oben leicht zugänglich. Ein wichtiger Hinweis: Damit beim Ölwechsel mit Filter das Öl vollständig abgelassen werden kann, muss der Deckel des Ölfiltergehäuses vor dem Ölablassen unbedingt gelöst werden. Nur dann kann das im Ölfiltergehäuse befindliche Öl in die Ölwanne ablaufen. Wie Sie bereits gesehen haben, muss das Ventilspiel nicht mehr eingestellt werden, da diese Aufgabe von den HVA-Elementen übernommen wird. Das sind die neuen Spezialwerkzeuge für den M40. Informationen darüber entnehmen Sie bitte der Reparaturanleitung oder der Serviceinformation. Beim Einstellen der Steuerzeit gehen Sie folgendermaßen vor. Die Kurbelwelle mit einem Dorn in Position OT und die Nockenwelle mit der Absteckvorrichtung in Position 4. Zylinder Überschneidung fixieren. Zahnriemen auflegen und die Zahnriemenspannung mit der Spannrolle einstellen. Beachten Sie das vorgeschriebene Drehmoment. Anschließend das Nockenwellenrad mit Drehmoment festziehen. Nachdem Sie die Absteckvorrichtungen entfernt haben, drehen Sie den Motor einige Male durch und überprüfen nochmals die Zuordnung Nockenwelle-Kurbelwelle. Die Wasserpumpe ist gut zugänglich und kann leicht ausgebaut werden. Sie sehen, die Wartung hat sich beim M40 wesentlich vereinfacht.